So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, beziehungsweise eine Folge Ramses Kitchen, denn wir haben den großen Samyang-Test gemacht und das ist noch nicht zu Ende. Ich habe noch einiges in petto, ne? Wir haben beim letzten Mal die Too Spicy Nudeln probiert. Das war 10 von 10, der 10. Test Samyang-Nudeln. Wir haben alle Samyang-Sorten durchprobiert, die Too Spicy waren die Nummer 10. Jetzt habe ich die Too Spicy natürlich schon mal gegessen gehabt, wer das nicht wusste. Jetzt habe ich die nochmal gegessen, aber in einem Becher. Und wir haben, als wir in Chep waren, noch was ganz anderes gefunden. Das ist das hier nämlich. Das ist auch von Bulldog, Samyang, aber hat irgendwie einen ganz komischen Namen, den ich hier drauf auf dieser Packung gar nicht finde. Doch hier am Rand am Zettel klebt's. Samyang Bulldog, hier steht Bulldog, Instant Tteokbokki, ja, Tteokbokki, was ist Tteokbokki? Angeblich ist das hier irgendwie so Reiskuchen, Reisküchlein, ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Pupsi hat gesagt, guck mal, da ist ein Würstchen drin, das musst du mal mitnehmen. Für 2,99 € aus der Tschechei gefunden, das heißt, wir machen das natürlich mal auf. Das andere bei dem Too Spicy Samyang Becher, das war ja einfach nur ein... Achso, ja, sehe ich jetzt auch. Ich wollte sagen, das war einfach nur ein Pappbecher, wo ich gedacht habe, das sieht so fetzig aus. Den würde ich am liebsten aufheben und da jetzt immer meine Samyang-Nudeln reinmachen. Ich habe aber die Befürchtung, dass es irgendwann durchweicht. Jetzt habe ich gedacht, das ist anders, weil der hier hat einfach hier... Ist aus Plastik. Sieht aus wie so ein McDonald's-Trinkbecher jetzt, nur in XL. Leider, wenn ihr den Plastikdeckel abnehmt, ist der Rest auch eigentlich nur ganz normaler Papp, so ein Popcornbecher. Hier steht auch nochmal drauf, wie man das macht. Ihr packt hier diese Reisdinger da rein und die Soße. Ihr macht dann da irgendwie heißes Wasser drauf und dann tut ihr es in die Mikrowelle für ein paar Minuten. Aber es ist doch dann schon heiß, ich verstehe es nicht. Hier ist jetzt ein Löffel drin, beziehungsweise ein Göffel, also eine Mischung aus Gabel und Löffel. Ihr habt jetzt hier Soße drin. Immer wieder siehst du die Gabel und da piekt sich so ein Würstchen auf, was aber ja Reisküchlein sein müssten. Die haben wir hier. Sieht total lustig aus. Sieht aus wie irgendwelche Nudeln. Sind knochenhart. Guckt euch das an. Samyang Reis. Waffeln, Reis, Küchlein. Fürs Thumbnail vielleicht. Ich weiß es nicht. Wir packen das mal auf. Wir müssen gleich noch das Wasser erhitzen. Hier ist auch noch ein anderes Beutelchen drin. Jetzt geht das wieder nicht auf. Oh. Hier geht's zum. Hier kannst du es aufreißen. Hier kannst du aufreißen. Wir können mal reinriechen. Riecht irgendwie total nach Chemie. Irgendwie so einfach richtig gummiartig. Wir können das ja auch einfach mal probieren. Ja. Sieht aus wie von einer Heißklebepistole. Das heißt, das füllen wir jetzt hier rein. Hier haben wir noch irgendwas, ich weiß nicht, was es ist. Everfresh, do not eat. Also das scheint ein Erfrischungstuch zu sein, also nicht essen. Aufmachen, einfach rein damit, zack. Und wir haben hier die Soße. Die Soße packen wir jetzt auch hier drauf. Oh mein Gott, Soße, tut mir nix. Die Soße müsste trotzdem auch wieder richtig feurig sein. Also manche haben auch gesagt, dass diese Reis-Dinger, das ist wie Gummi, dass du da drauf rumkaust, als würdest du auf irgendeinem Gummilatschen rumkauen. Aber verdammt scharf. Aber da mögen sie lieber die Nudeln, weil die nämlich besser essbar sind. Andere haben wieder gesagt, richtig genial, besser als die Nudeln. Also da gehen die Meinungen auch wieder auseinander. Die einen sagen, das ist Gummi, gar nicht zu empfehlen, lieber die Nudeln. Die anderen sagen, richtig genial, viel besser als die Nudeln, da hast du ordentlich Biss dran. Ich bin jetzt mal gespannt, wir machen das jetzt einfach, das Tütchen. Jetzt weiß ich auch, wieso da ein Erfrischungstuch dabei ist, wo ich mich natürlich frage, wieso ist bei den anderen sonst immer kein Erfrischungstuch dabei. Es gibt ja eigentlich immer eine Sauerei, ich habe das noch nie erlebt, diese tiefschwarze Pflaumenmus-Soße, ja, so wie es immer aussieht. So, jetzt guckt mal hier rein. Da ist die Soße in der Mitte im Prinzip. Das sieht nicht so viel aus, aber da kommt ja jetzt heißes Wasser drauf.
was wir gerade noch ansetzen müssen. Dann müssen wir es danach aber nochmal in die Mikrowelle tun. Reiskuchen, Reisküchlein. Keine Ahnung, was das ist. So, wir haben das Wasser jetzt aufgekocht im Wasserkocher. Ich kann euch auch kurz nochmal vorlesen bei den Directions, was da steht. Nämlich erstens, putze Reiscake and Sauce into the bowl. Ja, Reiscake and Sauce ist drin. Zweitens, pure hot water up to the line marked inside. Ihr sollt also dann mit heißem Wasser auffüllen, bis zur Linie, die innen drin markiert ist. Und die ganzen Reisdinger sind jetzt im Prinzip schon höher als die Linie, weil die Linie ist im Prinzip hier, wo mein Finger ist. Anderes ist immer so am Rand, das ist bis hier unten. Und dann, obwohl ihr kochendes heißes Wasser einfüllt, drittens, microwave on high for 2.5 minutes or 3.5 minutes with the lid closed. Also dann, ne, erstmal das heiße Wasser rein. Kann man ja mal so zeigen, heißes Wasser. Hui! Das ist jetzt genügend Wasser auf jeden Fall. Komischerweise. Und jetzt the lid closed. Wir machen also den Deckel drauf und tun das so in die Mikrowelle bei 1000 Watt 2,5 Minuten, bei 700 Watt 3,5 Minuten. Ich habe keine Ahnung, wie viele Watt meine Mikrowelle hat. Und deswegen kommt als viertes dann steer well and it is ready to serve. Dann kann es also auch surfen und übers Wasser gehen. Wir packen das also jetzt kurz in die Mikrowelle. Ich sag mal 3 Minuten zur Sicherheit. Und dann sind diese Reisdinger hoffentlich komplett matsch und weich. Aber es ist so wenig Wasser. Die kochen also im Prinzip in dem Bottich, kochen die. Also ja, wir gucken es uns gleich an. So, jetzt habe ich natürlich so viel Wasser übrig gehabt, so viel kochendes Wasser, dass ich dachte, das wäre Verschwendung, wenn man das einfach wegkippt. Aber da ihr mir so viel Tee geschickt habt, habe ich gedacht, ich nehme diesmal 3 Beutel marokkanische Minze und habe mir mal ein marokkanisches Bier-Tee-Getränk gemacht. Also 3 Beutel marokkanische Minze auf die Dicken im Bierglas, wieso nicht? Sieht auch aus wie Bier, ne? Das gibt's dann später auch noch. Hier ist jetzt aber unsere mit Lid geklosete Bowl. Die macht noch Geräusche. Die knuspert vor sich hin. Wir wollen die jetzt aber mal aufmachen. Ich nehme euch mal so rum, ja. Machen die jetzt mal auf, hier. Das ist jetzt bestimmt kochend heiß. Geh doch auf. Wir gucken jetzt mal da rein. Ihr seht schon, das sieht aus wie Schupfnudeln, ja. Seht ihr das, wie das aussieht? Jetzt ist es dort, wow. Und da ist es wieder weg. Sieht aus wie Schupfnudeln, ist jetzt schön gekocht. Ob das jetzt so deutlich weicher ist, weiß ich nicht. Jetzt hat es bestimmt, so eine Konsistenz. Jetzt hat es eine Konsistenz wie Tintenfische oder irgendwas. Also wenn immer so Calamari Fritti irgendwo ist. Was ich jetzt traurig finde, die Soße, guck dir die Soße an. Wenn du die rauspickst mit der Gabel und isst die, dann bleibt die ganze Soße übrig. Also das ist sehr traurig. Aber die haben es immer überall mit einer Gabel aufgespießt. Wenn nicht, müsste man das vielleicht mit einem Löffel oder irgendwas probieren. Wir können ja jetzt mal eins anspießen. Eins. Ich habe keine Ahnung, also was das ist. Sieht aus wie hier Spargel. Heißer Spargel mit scharfer Soße. Ich glaube, mir hat die Soße vorher eigentlich besser gefallen. Ich hätte vielleicht lieber die Dinger einfach in kochendem Wasser gekocht, dass die weich werden, dann abgegossen. Die Soße so drüber, dass die Soße richtig schön hier dran haftet. Weil so ist das halt. Ja, das ist halt flüssig, das tropft halt jetzt immer alles runter, ne? Boah, ich bin so gespannt. Das Problem ist aber vielleicht nicht die Schärfe, das Problem ist einfach, dass es noch so heiß ist. Und wenn du dir am Anfang direkt die Zunge verbrennst, hast du für den Rest einfach dann gar keinen Geschmack mehr. Wir tasten uns mal langsam ran.
Okay. Du merkst im Nachhinein natürlich wieder eine Schärfe, die aufkommt, bedingt durch die Soße, die sich schön jetzt durch die Mundwinkel und den Rachen zieht. Das ist auf jeden Fall sehr cool. Es schmeckt aber irgendwie an sich nach nichts, außer die Soße. Und hat halt diese gummiartige Konsistenz, die jetzt eigentlich okay ist. Ich würde es trotzdem irgendwie mit Schupfnudeln vergleichen. Manchmal sind Schupfnudeln ja, wenn ihr die richtig schön anbratet, richtig knusprig außen. Manchmal sind die aber außen total schmierig noch. Und du beißt da durch diese Schicht und wie Schupfnudeln einfach. Das ist für mich gerade wie Schupfnudeln mit scharfer Soße. Also auch nicht so gummiartig, so extrem gummiartig wie Calamari Fritti, also so Tintenfischzeug. Aber ist jetzt eine Konsistenz, wo ich, weiß ich nicht, erinnert mich halt einfach trotzdem irgendwie an Suppe. Ich bin nicht so der Suppentyp. Ich mag das eher fest, ja. Also ist okay, kann man mal probieren. Schmeckt auch. Aber ich möchte den Geschmack trotzdem an den Nudeln haben, als eine feste Soße, die dran haftet und nicht so ein bisschen was darunter tropft an irgendeinem Styroporkügelchen. Aber gut, dass wir es mitgenommen haben, ist auf jeden Fall wieder eine Erfahrung mehr im Leben. Hat seine Fans, hat seine Hater. Wenn ihr das schon mal probiert habt, schreibt es mal rein. So komische Reis, ich weiß schon wieder nicht, wie es heißt. Reis, Kuchen, irgendwas auf jeden Fall. Hier auf dem Deckel steht leider nichts. Das ist aber cool. Das sieht aus wie ein Aufkleber, den kann man sich jetzt einfach irgendwo hinpacken. Am Rand steht auch komischerweise nichts. Obwohl doch hier oben. What makes Bulldog Tteokbokki special? Hier. Tteokbokki, da steht's doch. Du hast vorne nirgendwo drauf. Nirgendwo vorne. Ach so, doch, da steht doch. Hot Chicken Flavor Tteokbokki. Statt Hot Chicken Flavor Ramen. Was macht es so spezial? Perfect Recipe with Highlights. Our famous Bulldog Flavor. Surest Rice Cake made in Korea. Der typische Bulldog Flavor ist auf jeden Fall da. Wir werden jetzt mal noch eins uns reinziehen hier. Oder wir ziehen uns gleich zwei rein. Weiß ich, je mehr man isst, desto besser findet man es irgendwie. Also es hat schon was. Du kannst es nicht direkt mit den Nudeln vergleichen. Ist halt irgendwie was ganz anderes. Aber trotzdem eine Mahlzeit, die eine richtig krasse Schärfe mitbringt, die richtig stark ist. Wenn du mal keinen Bock auf Nudeln hast, wieso nicht? Einfach sowas. Aber die Nudeln sind trotzdem mein Liebling. Das war's von meiner Seite aus. Wir sind aber immer noch nicht fertig mit den Samyang-Tests, denn wir wollen noch Four Spicy testen, wir wollen noch die Samyang-Pizza testen, wir wollen noch den Samyang-Döner testen, wir wollen noch gucken, was ist, wenn die Two Spicy dir zu scharf sind, wie du die trotzdem essen kannst, aber nicht dabei stirbst. Da habe ich noch zwei Sachen für euch vorbereitet. Das war's von meiner Seite aus, bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.